Hallo Leute und Grüße aus Lissabon. Wir sind hier in der nagelneuen oder neuen Lounge von TAP Portugal. Und wir fliegen heute auch mit TAP Portugal mal wieder, aber diesmal auf der Kurzstrecke. Wir kommen nämlich gerade aus Sao Paulo und sind mit der nagelneuen A330neo geflogen. War ein toller Flug, tolle Crew und ich hoffe, dass es auf diesem Flug genauso sein wird. Wir fliegen nämlich mit einer A320 nach Frankfurt in der Business Class. Jetzt sind wir hier erstmal noch 2 Stunden. Wir haben nämlich 2 Stunden Transitzeit, beziehungsweise 3 Stunden und warten auf unseren Flug. Und hier genießen wir erstmal die Lounge, trinken was, essen was und ja, und dann guten Morgen und alles weitere gleich nach dem Intro. Premium Lounge hier, ganz nett, ganz modern eigentlich eingerichtet, aber wir haben keinen Hunger, wir hatten jetzt ja schon genügend gegessen auf dem letzten Flug und jetzt geht's zum Gate S18. Gucken wir mal. Was sehe ich denn da? Es gibt hier Steckdosen in der Business Class von TAP Portugal. Wow! Wärme, Sao Paulo waren es über 30 Grad und hier nur noch 9 und die zieht es voll. Wir haben ja unsere Jacken, aber die sind im Handgepäck, die will ich hier drin nicht aufsetzen oder rausholen. Wir haben wieder Glück gehabt, eigentlich saßen wir beide am Gang, also quasi getrennt, aber meine Reihe war frei, ich konnte mich erst ins Fenster setzen und Dominik zu mir und der Mittelplatz bleibt wie immer in der Business Class in Europa frei. Aber es ist halt trotzdem eine 3-3-Bestuhlung, nicht wie bei Türkisch zum Beispiel eine 2-2. Thank you.
es gibt eine kalte Wurstplatte mit Käse, aber auch frischen Früchten und einem Kompott mit, ich denke, einer Orangencreme und Joghurt. Dazu noch ein kleines Schälchen mit Müsli. Ja, die Auswahl ist auf jeden Fall da. Willkommen in Frankfurt, Frankfurt Airport hier. Es war wieder ein toller Flug hier mit TAP Portugal. Ich bin überrascht. Auf einmal kann es TAP Portugal. Business Class, super Service, super Crew. Essen war okay. Ich meine, das ist jetzt eine Kurzstrecke, 3 Stunden war das jetzt. Kalte Platte, was anderes habe ich jetzt auch nicht erwartet. Also Sitz war auch okay, es gab sogar eine Steckdose, USB-Anschluss, das gibt es bei Lufthansa nicht. Also alles gut. Bis zum nächsten Mal.